Hey Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Hertha BSC EAFC 25 Karriere. In der letzten Folge sind wir in die Saison reingestartet und das sogar relativ erfolgreich. Bevor wir aber hier reinstarten, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen, natürlich auch über einen Kommentar und checkt auch gerne die ganzen Links in der Videobeschreibung aus. Als allererstes will ich auf die letzte Folge schauen und zwar konnten wir hier erfolgreich reinstarten, zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Ja, ich zum Start mit 7 Punkten würde ich sagen, ist uns das relativ gut gelungen. In dieser Folge soll es dann gegen Fürth, Nürnberg, Elversberg, Paderborn und anschließend dann noch HSV rangehen. Die nächste Folge wird auch spannend, unter anderem Hannover, Schalke und Köln dabei. Diese Folge nur 2 Spieler, die wir spielen werden, in der nächsten dann wieder 3. Dann wurde ein Kommentar geschrieben, ich soll Kenny doch bitte auf rechts außen packen und Cefuik soll ich dann für Cuisance reinpacken. Der ist allerdings verletzt, deshalb erstmal Dardai und ich soll außerdem mehr auf Gechter, Cuisance und Sessa achten. Den Vorschlag nehme ich gerne an, werde ich so machen. Wie gesagt, Gechter haben wir hier schon, der eigentlich sehr gut von mir beachtet wird. Bevor wir das erste Spiel gegen Fürth machen, oder eher gesagt simulieren, will ich einmal auf Tabakovic schauen. Und zwar wurde der schon öfter vorgeschlagen, von wegen ich soll ihn zurückholen. Finde ich jetzt nicht so realistisch, direkt momentan bei Hoffenheim, anscheinend bei Pauli ausgeliehen. Ja, kommt drauf an, was er für eine Saison spielt. Und dann würde ich sagen, kann man schauen, ob es realistisch wäre, ihn wieder zurückzuholen. Natürlich sollten dann auch die, oder sollte die Tabellenplatzierung stimmen. Außerdem habe ich ja gefragt, wen soll ich verkaufen? Und zwar sind sie jetzt einmal Niederlechner zum Vorschein gekommen. Den werde ich auf die Transferliste setzen, der auch schon 33 Jahre alt ist. Und dann haben wir hier noch einmal Butschalakis. Den werden wir auch auf die Transferliste setzen. Ist auch schon 31 Jahre alt. Also, es ist Spieltag. Ja, wie gesagt, Cuisance zurück rein. Der ist aus seiner Verletzung wieder zurück. Außerdem Sessa. Und wir lassen Gechter hier nochmal in der Startelf spielen. So wie Kenny, wie wir es besprochen haben, auf rechts außen. Am Ende wird es ein 2:1 Erfolg für uns. Matza hier mit dem frühen Tor. Dann Mustafa mit dem Ausgleich und dann Fabian Rehse, der hier den Siegtreffer erzielen kann. Ein Angebot für Gechter, das werden wir auf jeden Fall ablehnen und versuche jetzt mal mit Butschalakis zu verhandeln und dann gebe ich euch eine Rückmeldung. Wir einigen uns auf 1,55 Millionen. Außerdem nächstes Angebot für Niederlechner. Ich werde auch nochmal versuchen, ein bisschen mehr rauszuholen. Am Ende erstes Angebot 1,4 lehnen sie leider ab. Hiermit ist es auch offiziell, Butschalakis wechselt. Weiteres Angebot für Niederlechner. Ich gehe mal hier auch auf 1,4 hoch. Am Ende hatte Niederlechner noch ein Angebot bekommen. Leider kam es da auch zum Abbruch. So, gegen Fürth hat mir das so gut gefallen. Deswegen gehen wir hier auch mit der gleichen Aufstellung rein. Und schau mal, es wird auch hier ein 2-1 Sieg, früher Rückstand und dann Doppelpack von Fabian Rehse. Hiermit ist es offiziell das letzte Angebot, was reinkam. Nehme ich an und somit wechselt Niederlechner. Nächster Spieltag gegen Elversberg und wir simulieren das letzte Spiel. Winkler und Dardai rücken rein. Hier wird es ein 1:1. Ja, bisschen unglücklich, da wir eigentlich besser waren. Rehse hier wieder mit dem Tor. So, wir gehen rein in das Spiel gegen Paderborn. Hier sehen wir einmal die Tabelle. Paderborn ganz knapp an uns dran. Hier haben wir unsere Aufstellung. Zwei Änderungen. Burgs und Matza rücken wieder rein. So, und hier die Aufstellung von Paderborn 3-4-3. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein gegen Paderborn, die ebenfalls sehr gut unterwegs sind. Ja, erster Schuss von Paderborn und der ist perfekt. 1:0. So, weiterer Fehler. 2:0. Es kann nicht wahr sein.
Erste Ecke für uns. Die geht auf Burgs, bekommt er aber nicht. Und hier haben wir das erste Mal Winkler. Zweite Ecke. So, nächster Versuch Paderborn, allerdings wurde nicht so gefährlich. So, hier haben wir Winkler und das ist ein gutes Zeichen. 2:1, Anschlusstreffer. Und wir sind auch dabei. Super gesehen, richtig guter Pass. Ja, gut verwandelt, sehr wichtig. So, wieder Winkler auf Lukas Schuler abgeblockt. Damit ist die Halbzeit. Ja, fataler Fehler zum 2:0. Das darf natürlich nicht passieren. Das 1:0 ist super den gemacht von. Ja, hier sehen wir Sven Michel. Oh, super durchgesetzt von Fabian Reese. Wer jetzt hier die Chance hat, muss alleine abschließen. Schuler war da zu sehr versteckt. Gut geklärt von Burgs. Foulspiel, wir haben ja den Freistoß. Den werden wir ausführen lassen von Cousins. Nicht ganz gefährlich, aber war okay, sagen wir mal so. So, hier haben wir Reese jetzt mit dem Schuss, Lukas Schuler danach, aber ich kriege ihn nicht ausgewählt. So, super Pass, Winkler hat Platz, jetzt vielleicht außen auf Kenny und hier ist Marzahn, der Ball kann festgehalten werden. Ja, wir wechseln, es kommen einmal Cefuik, Dardai und Gechter. Und Ernst, da muss er aber auch da sein. So, hier letzte Chance nochmal Fabian Reese. Und kommt nicht durch zu Safe Week. So unglücklich. Ich wollte eigentlich nochmal wechseln, aber es gab keine Situation mehr zu wechseln. Deswegen, ja, schade. Verlieren wir leider hier 2:1 durch einen Fehler. Ja, die ersten 15 Minuten waren echt nicht gut. Da sind wir auch schon im Spiel gegen den HSV angelangt. Letztes Spiel in dieser Folge und hoffentlich nochmal ein letzter Sieg. Das wäre natürlich echt, echt schön. Hier ist die Aufstellung von HSV. Ja, eins, zwei neue Gesichter, die man so nicht kennt. Und hier ist anschließend unsere Aufstellung fast unverändert, außer im Sturm. Und zwar hat mir Lukas Schuler da gar nicht gefallen. Und hier startet jetzt mal Plevilliak. Damit stoßen wir an in dieses Topspiel. Erste Chance HSV, die auch direkt gefährlich wird, knapp im Tor vorbei. Und jetzt aber auch unsere erste Gelegenheit. Plevilliak legt sich den Ball zu weit vor. So, super Pass auf Plevilliak. Annahme, Schuss. Und das ist so knapp. Und das ist unsere erste Chance in diesem Spiel. Millimeter fehlen. Auch hier wieder guter Pass. Der geht aber weit vorbei. Ja, jetzt wahrscheinlich die gelbe Karte für Dardai. So sieht es aus. Ey, yo, gelb für Dardai. Und der Ball geht an den Pfosten. Aus so einer Entfernung. Damit ist erstmal Apfel vergeben. 0:0 in die Halbzeit. Oh, gut erobert den Ball hier auf Plevilliak, der jetzt die Gelegenheit hat. Abgeblockt. Stark gemacht von Reese. Jetzt kriegt er wieder den Ball. Und hat hier richtig viel Tempo mit dem Schuss. Und Heuer Fernandes ist da sehr gut dabei. Also, wir werden wechseln. Burgs ist nicht mehr so fit. Kommt erstmal raus gegen Gechter und auch Karbownik kommt raus gegen Cefuik. Starke Parade hier von Ernst.
war nötig. Nächste zwei Wechsel, Sessa und Clemens kommen rein. So, super Ballgewinn von Sessa. Frisch eingewechselt, sucht jetzt Przewilliak, da ist er. Und hier ist das Tor. Przewilliak belohnt sich bei seinem ersten Startelf-Einsatz. Ja, das war sehr wichtig. Das haben wir bitter nötig hier nach der Niederlage gegen Paderborn. Der eingewechselte Sessa hier mit der Vorlage. Stark verteidigt hier von Cefuik. Damit ist Schluss. Ich habe am Ende nochmal auf 5er-Kette gestellt. So konnten wir das Ganze dicht halten. Wir gewinnen hier dieses sehr, sehr wichtige Spiel oder auch Top-Spiel gegen den HSV. Damit stehen wir am Ende dieser Folge auf Platz 4, was sehr, 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 sehr solide ist. 17 Punkte haben wir, Hannover zieht ein bisschen davon, das können wir allerdings im übernächsten Spiel, also in der nächsten Folge, ändern. Ja, defensiv bin ich auch sehr zufrieden, stehen wir noch sehr gut da. Wie schon gesagt, in der nächsten Folge geht es dann gegen Hannover, Schalke und Köln, da haben wir sehr, sehr viele gute Spiele dabei. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Damit würde ich sagen, das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar und checkt auch gerne die ganzen Links in der Beschreibung aus. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.